Liebe Freundinnen und Freunde, die Landtagswahl am 15. Mai nächsten Jahres wird eine Richtungsentscheidung werden. Bleibt die Politik weiter hinter den Möglichkeiten zurück, verharrt im Klein-Klein und stolpert so quer durch die Krisen? Oder nutzen wir jetzt die Möglichkeiten, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, um die großen Herausforderungen tatsächlich auch zu gestalten? In NRW steckt so viel mehr, als die schwarz-gelbe Landesregierung es gerade zulässt. Unser Land und seine Menschen, die bringen doch alles mit, um die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, eben erfolgreich zu meistern. Dafür braucht es jetzt eine Politik, die mit Mut und Optimismus diese Herausforderungen angeht und die einen neuen politischen Aufbruch auch für NRW wagt. Wir Grüne treten mit dem Versprechen an, den Wandel zum Erfolg zu bringen. Und unser Programm, liebe Freundinnen und Freunde, erzählt eine Geschichte des Gelingens mit Visionen für morgen und Plänen für heute. Unsere Vision für morgen: sichern wir die Zukunft Nordrhein-Westfalens als führendes Industrieland in Europa, nicht obwohl, sondern gerade weil wir klimaneutral wirtschaften und uns fortbewegen. Die Technologien und das Wissen ist doch längst vorhanden. Ich habe es mir in den letzten Jahren immer wieder vor Ort angucken können, beim Handwerk, in der Industrie, in unseren Schulen, in den Hochschulen, in den vielen Start-ups. Es braucht jetzt die politische Entschlossenheit, damit in Nordrhein-Westfalen auch die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen. Ja, die Vision ist groß und sie ist radikal. Aber sie ist die einzig realistische, um gutes Leben zu sichern. Denn Verdrängen und Verschieben kommt uns ganz sicher teurer zu stehen. Und genau das, was wir mit dem Programm beweisen werden, mit konkreten Problemen, das machen wir so, dass jede und jeder was davon hat. Zum Beispiel darüber, dass wir Solar auf jedes Dach bringen wollen, damit wir endlich unabhängig werden von diesen teuren fossilen Energien, und zwar auf dem Dach von Mieterinnen und Mietern. Wenn wir 200 Windkraftanlagen pro Jahr realisieren, liebe Freundinnen und Freunde, dann schaffen wir damit nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Einnahmen für die Kommunen, damit sie ihre Kitas sauber halten können, damit sie in öffentliche Orte investieren können. Wir, liebe Freundinnen und Freunde, bringen Glasfaser einfach an jede Haustür, und das bis 2030. Und mit unserem ökologischen Kantinenprogramm bringen wir Genuss und Artenvielfalt in ganz NRW auf den Tisch. Und manche Visionen sind so einladend. Stellt euch mal vor, wir könnten Mobilität und Klimaschutz einfach miteinander verbinden. Die Kinder auf dem Weg zur Schule wären einfach sicher. Und das ist eine schöne Vision. Und doch scheinen die Verharrungskräfte so groß zu sein, besonders im Verkehrsbereich, weil der noch gar nichts dazu beigetragen hat, was er aber dringend machen muss, damit wir unsere Klimaziele erreichen können. Und ich bin fest entschlossen, das zusammen mit euch zu ändern. Wie wär's denn, wenn das Land einfach garantiert, dass von 5.30 Uhr bis 22.30 Uhr jede und jeder, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, verlässlich von A nach B kommt? Das machen wir wahr mit unserer Mobilitätsgarantie, mit intelligentem und vernetztem Verkehr. Ja, wir wollen investieren in Bus, in Bahn, in Schiene, und ja, wir werden sichere Radwege bauen und eine Infrastruktur für die vielen begeisterten Radlerinnen und Radler in Nordrhein-Westfalen realisieren. Aber dieser Wandel wird nur gelingen, wenn er für alle funktioniert. Und deshalb ist diese Vision für uns so wichtig. Die Vision, dass in NRW niemand mehr in Armut leben muss. Erneuern wir das Versprechen, dass es in NRW einfach gerecht zugeht. Die gerade im Bund beschlossene Einführung der Kindergrundsicherung wird uns dabei richtig gut unterstützen können. Und
Wir haben aber auch konkrete Pläne, NRW gerechter zu machen. Zum Beispiel darüber, dass wir besonders an den Stadtteilen, wo es schwierig ist, die benachteiligt sind, mehr Geld in die Schulen investieren. Dass wir die hochwertige Bildung und Betreuung an Kitas und Grundschulen ausbauen. Dass wir mit einem landesweiten und wirklich günstigen Azubi-Ticket unsere Azubis auch unterstützen. Und dass wir gemeinsam dafür sorgen werden, dass nach der Miete auch noch was zum Leben bleibt. Und einen Aufbruch wie den, liebe Freundinnen und Freunde, den schafft keine Partei und keine Regierung ganz alleine. Das geht nur, wenn Politik anders läuft. Das geht, wenn wir eine neue Kultur der Beteiligung leben, die Politik des Gehörtwerdens. Ich bin überzeugt, dass der Aufbruch hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft besser gelingt, wenn alle daran teilhaben und ihn mitgestalten können. Unsere Demokratie ist nämlich dann stark, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und Augenhöhe, das ist doch das, was wir so vermissen in NRW. In unserem Programm findet jeder und jede einen konkreten Vorschlag, einen konkreten Plan, genau dieses sich begegnen auf Augenhöhe, einen konkreten Plan für einen Dialog aufzufinden. Wir werden nämlich dafür sorgen, dass die Hälfte der Menschen in NRW, die Mädchen und Frauen, endlich gleichberechtigt sind und endlich die Hälfte der Macht bekommen. Wir geben denen eine Stimme, denen die Zukunft gehört. Wir werden das Wahlalter 16 einführen. Wir führen Bürgerräte ein, denn die Antworten, die wir finden werden müssen, sind so groß, dass wir gut beraten sind, sie zusammen mit den Menschen zu diskutieren und nicht so zu tun, als würde die Politik das schon alleine schaffen. Wir schaffen ein starkes Schwert gegen Diskriminierung und wir werden investieren in Orte, an denen wir uns begegnen können, miteinander in Austausch treten können, unsere Gemeinschaft miteinander erleben können, in Jugendzentren, in Schwimmbädern, an öffentlichen Plätzen, genau dort, wo das Leben gerade im Coronavirus leider nicht stattfinden kann, aber wo es zukünftig stattfinden soll und deswegen wollen wir da rein investieren. Es schmerzt mich richtig, dass ich hier in dieser Halle gerade stehe und diese Halle leer ist vor lauter Menschen. Einzelne winken mir gerade zu, vielen Dank dafür. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr euch die Zeit nehmt und auch jetzt diesen Höhepunkt des Programmerstellungsprozesses und damit Vorbereitung auf die Landtagswahl zu Hause an euren Endgeräten mitmacht. Ihr habt so viel beigetragen. Dieses Programm, wie es jetzt vorliegt, ist nicht möglich gewesen, hätten wir nicht als NRW-Grüne alle zusammen gesagt, unsere Kultur ist die des Dialogs. Ihr habt euch eingebracht mit euren Ideen, ganz konkret von vor Ort, aus den Städten und Gemeinden. Wir haben digitale Zukunftswerkstätten durchgeführt. Wir haben mit Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen, Verbänden, Initiativen der Wirtschaft in Roundtables diskutiert. Und dieser Entwurf, liebe Freundinnen und Freunde, der wurde dafür geschrieben, dass er realisiert werden wird. Weil wir wollen in Nordrhein-Westfalen die nächste Regierung entscheidend prägen. Und die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen, die sind nämlich zu wichtig, als dass wir sie anderen überlassen sollten, wenn ihr mich fragt. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen in Berlin eben genau erlebt, wie hart Verhandlungen sein können. Zum Beispiel beim Thema Hartz IV oder auch bei einer echten Verkehrswende. Jeder Millimeter muss hart erkämpft werden. Und ganz ehrlich, ich glaube, dabei ist es egal, ob CDU, SPD oder FDP mit am Verhandlungstisch sitzen. Wir, liebe Freundinnen und Freunde, werden hart dafür malochen, unsere Ideen und unserem Vertrauen sozusagen, nein, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger für unsere Ideen zu gewinnen. Darum geht es in den nächsten 5 Monaten. Liebe Freundinnen und Freunde, machen wir die 2020er zu einem Zeitraum der politischen Entschlossenheit und der weitsichtigen Politik. Danke.